war jede Mahlzeit erkauft und jeder saß einsam und düster und schlang im Finsteren. Liebe war nicht mehr, Funktion war. Es muss doch einen Weg rausgeben. Was ist das da in der Wand? Ja, ganz ruhig, nerv doch nicht. Hier durch. Cupcake, Dankeschön für den Follow, willkommen. Oh, eine legendäre Kiste. Alte Skulptur. Aha. Den kleineren Tunnel dort haben wir nicht probiert. Laut der Karte sollte der Ausgang da lang sein. Noch eine Truhe mit was Legendären. Goldbarren, alte Skulptur, oha. Wir sind hier nirgendwo falsch abgebogen. Wenn da Goldbarren und alte Skulpturen rumliegen, sind wir richtig abgebogen. Ja, fühlt sich wie ein Grab an. Mehrmals am Tag im Komplex ein und aus. Nur die Ahnen wissen, warum. Die Ahnen sind tot, Alva. Natürlich. Wie könnten sie sonst Ahnen sein? Wir haben wohl dringendere Probleme. Folge mir. Leben im Glashaus. Sie hat das Projekt sabotiert. Weißt du, wie viel Leben diese Affäre hätte kosten können? Quino, wir prüfen gerade, welche Daten wiederhergestellt werden können. In der Zwischenzeit. Williams. In der Zwischenzeit haben wir Wochen damit verbracht, Ergebnisse hinterher zu jagen, die nirgendwo hinführen. Kochanskis Projekt hätte die Antwort sein können. Gordon, könnten wir bitte bedenken, dass Dr. Kochanskis Libido dabei eine große Rolle gespielt hat. Agrofi. Naja, so groß nun auch wieder nicht. Nafisi, nicht hilfreich, Agrofi. Kubrick, können wir uns bitte auf die pflanzliche statt auf die menschliche Reproduktion konzentrieren? Quino, sehr richtig. Es ist unser Job, unsere Verantwortung, diese Pflanzen zu liefern. Und deshalb weise ich Dr. Samuelson einem anderen Team zu. Williams, sie hat ein Projekt sabotiert und darf bleiben. Aquino und wir alle werden die Zeit aufholen müssen, die wir verloren haben. Gordon, wie? Wir arbeiten doch schon nachts und am Wochenende. Agrofi, was die Zahl der Seitensprünge reduziert hat. Nafisi, nicht hilfreich, Agrofi. Aquino, Charles Darwin, wer auch nur eine Stunde seiner Zeit zu vergeuden wagt, hat den Wert des Lebens noch nicht erkannt. Und wir halten so viel Leben in unseren Händen. Also werden wir alles tun, was nötig ist, um die Arbeit zu beenden. Williams, Albert Einstein, zwei Dinge sind unendlich. Das Universum und die menschliche Dummheit. Dr. Samuelson hat das bewiesen. Wir sind uns doch einig, dass sie gehen muss. Sie bleibt. Anweisung von ganz oben.
Pharaoh, natürlich. Nicht gerade jemand, der Moral wichtiger ist als Resultate. Schluss jetzt, alle. Ich habe eure Einwände gehört. Hört jetzt auf damit, sonst schalte ich das Messaging-System offline. Mein Schuss trifft ins Ziel. Wir werden siegen. Da ist die Verfolgbar. Da ist eine Schwachstelle. So wie du gegen Maschinen kämpfen sehen. Das nehme ich mit. Loen-Bombenwerfer, warte mal. Den hatte ich aber noch nicht, ne? Geiles Teil. Stunrix, moin! Alles gut? Wie geht's euch? Also mir geht's gut. Ich hoffe dir auch. Der Eingang zum Komplex sieht aus, als wäre er verschlossen. Eine Lüftung. Ich glaube, ich kann sie öffnen. Bin gleich hinter dir. Vielleicht können wir durch die Luke im Boden.
Sieht wie die aus, die wir bei der ersten Station benutzt haben. Hier oben gibt es auch Patronen. Das stimmt auf jeden Fall. Aber man kommt nicht an sie ran. Warte kurz. Mal sehen, was ich finde. Für das Schloss brauche ich einen Datenschlüssel. Och, sei doch ruhig da oben. Sei froh, dass du überhaupt hier mitkommen darfst, ne? Was sind das für Dinge an den Wänden? Nice, nochmal 2 Goldbarren. Versperrt. Die Schienen am Boden führen in die Wände. Ist da in den Wänden eine Art Speichereinheit? Das rührt sich nicht. Vielleicht bei den anderen. Achso. Ich glaube, die kriege ich da weg. Na also. Da ist ein Hohlraum. Aha. Das sollte helfen. Vorräte. Moment, lass mich nur... Ich hab's geschafft! Moment. Sehr gut. Rüberspringen. Geschafft. Ich bin bei der Konsole. Moment. Hier sind Daten. Viele. Aber gesperrt. Irgendeine Zugriffsbeschränkung. Ich muss dran vorbei, sonst scheitert meine Mission. Ich helfe, wenn's geht. Okay? Aber zuerst müssen wir hier raus. Okay, wir müssen die Luke öffnen. Mal sehen. Okay. Ich entsperre eine Speichereinheit. Drin sollte eine Energiezelle sein. Dann musst du irgendwie in den Generator rauchen. Okay, bin dabei. Ha!
Die Speichereinheit muss hier irgendwo sein. Ach da, guck mal, die ist da drinnen gelagert. Und zack, rein da. Okay, die Türen haben wieder Strom. Du erreichst mich jetzt. Bin unterwegs. Beide Konsolen gleichzeitig bedienen, um die Luke zu öffnen. Ich gehe zur anderen Konsole. Du bleibst hier. Es kann losgehen. Bist du bereit? Bei zwei. Eins, zwei. Leitet die Mannranien Schwachstellen-Testszenario 12C15 ein. Okay, dort müssen wir hin. Initiiere Umwandlungsprozess. Initiiere Biomasse-Umwandlungsprozess. Was? Nein, 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 nein. Wie schalte ich dieses Ding aus? Abschaltsicherung überschritten. Test kann nicht abgebrochen werden. Der Welt. Test abgeschlossen. Strukturelle Integrität mit Diamantranken. Nicht beeinträchtigt. Was war das da gerade? Alva. Triff mich unten. Ich teile eine Datei mit dir, okay? Testprotokoll Ulmer. Heute ist Dienstag. Der zweite? Ach, egal. Ich sage das für das Ende der Welt. Es ist wirklich ironisch. Wir haben Biomasse-Umwandlung entwickelt. Unbegrenzte Nahrung für unbegrenzte Maschinen. Und jetzt liefern wir uns ein Rennen mit der Zeit, um was zu finden, das sie aufhält. Tja, es klappt. Kriegsmaschinen können die Ranken nicht fressen, aber können wir sie rechtzeitig einsetzen? Gott, ich hoffe es. Ich verstehe nicht. Deine Ahnen, sie wurden ausgelöscht. Dein Vermächtnis hat nichts gesagt? Die Zeit der Asche. Aber die meisten Daten darüber sind verloren oder verboten. Nun, sie erschufen Maschinen, die alles Lebendige verzehren. Wie hast du gerade gesehen? Ein Wunder, dass irgendwas überlebt hat. Ich will das nicht wissen. Deshalb bin ich nicht hier. Ich brauche die Weisheit der Ahnen, um mein Volk zu retten. Keine verbotenen Erkenntnisse über ihre Sünden. Wenn ich nichts finde, das hilft, nichts, das ich mitbringen kann. Die Aufseher werden mich bestrafen. Oder schlimmer, Menschen werden sterben. Verstehst du das? Meine Familie. Meine Schwester. Sie war 14, als ich gegangen bin. Man konnte schon ihre Knochen sehen. Sie werden verhungern. Alva. Alva. Ich verstehe. Wirklich. Es ist schwer zu erklären, aber wir arbeiten auf das gleiche Ziel hin. Wenn ich erfolgreich bin, wird dein Volk keine Daten brauchen.
Die Dinge werden einfach besser werden. Selbst wenn ich dir glauben sollte, mein Volk wird es nicht. Ich muss etwas zurückbringen. Okay. Wir gehen zur Teststation Efeu und beseitigen irgendwie diese Ranken. Dann gelangen wir in den Datenkern. Was ich suche, ist dort drin. Wenn ich es habe, wird es vermutlich jegliche Zugänge zu allen Daten dieses Ortes freischalten. Dadurch solltest du etwas für zu Hause bekommen. Ich weiß nicht, ob ich es verstehe. Aber jedes Geheimnis birgt sein eigenes Labyrinth. Eine Wahrsagerin muss beharrlich sein. Geh weiter. Ich folge dir. Wir müssen in Bewegung bleiben. Die Teststation Efeu kann nicht mehr weit sein. Ich spiele in 2K Butterkuchen. Ach, noch ein Labyrinth. Aber der Weg zur Wahrheit verläuft niemals gerade. Nee, wir gehen erstmal hier hin dann. Okay, hier ist nichts. Ich denke, wir sind unter dem Erprobungsgelände. Vielleicht verbindet es die Anlage mit dem Turm. Halten wir uns hier weg, ich hab noch Bist du aus der Gegend? Nein. Ich bin in einem Ort weit von draußen. Oh, dann sind wir beide weit gereist. Kalt und feucht hier unten. Das ist es. Okay. Finden wir einen Weg zum Erprobungsgelände. Das sieht aus, als wenn jetzt hier ein Fight kommt. Auf der Hut. Wow! In den Kampf! Eine von den Maschinen! Sie macht sich unsichtbar? Wir müssen sie erledigen, um in die Teststation zu kommen. Bist du dabei? Ja. Digga, das ist eine Fledermaus. Ja.
angsteinflößend, aber unglaublich. Das hat geholfen. Wir sollten jetzt in Metallblume. Wir sollten nicht hierbleiben. Hier könnten noch mehr von den Maschinen sein. Wie heißt das Spiel nochmal? Horizon Forbidden West. Hier auf den Diamantranken muss es doch ein paar Daten geben, die wir gebrauchen können. Ich hoffe, dein Fokus sieht, was meiner nicht sehen kann. Oh, das ist... Ernährung der Welt. Jede hinreichend fortgeschrittene Technologie ist von Magie nicht mehr zu unterscheiden. Arthur C. Clarke. Aber man muss den Trick durchschauen, wenn es soweit ist. Wenn der Vorhang aufgeht und die Spiegel enthüllt. Mir ist allerdings immer noch nicht klar, wie wir diesen wissenschaftlichen Zauber vollbringen konnten. Es ist nicht nur das Tempo, in dem die Projekte entstanden sind, oder die Stabilität der Ergebnisse, trotz der Komplexität der Biotechnologie. Es ist nicht einmal die riesige Vielfalt an Pflanzen, die jetzt widerstandsfähiger gegen Hitze, Dürre und Krankheiten gemacht werden können. Es ist die einfache Tatsache, dass all diese Ergebnisse greifbar sind. Keine Ankündigungen in wissenschaftlichen Magazinen, keine überschwänglichen Vorhersagen auf Grundlage von Simulationen. Unsere Forschungen sind physisch erfahrbar geworden. Was vor 4 Jahren als Traum auf einem verlassenen Industriegelände begann, ist jetzt zu zahllosen Reihen von automatisierten FAS-Anbaueinheiten geworden, von denen jede Genmanipulationen im Feldeinsatz durchführen kann. Auf tatsächlichen Feldern. Diese Roboter analysieren die Bodenzusammensetzung, Lichtintensität, Temperatur, Windgeschwindigkeit und hunderte andere Faktoren. Dann können sie mit Gensequenzen, die wir erschaffen haben, eine Pflanze auswählen oder konstruieren, die an diesem Standort die besten Erträge erzielt. Natürlich werden alle Pflanzen, die diese Einheit erschaffen, am besten von anderen FAS-Maschinen geerntet. Aber welche Regierung würde sich angesichts einer verhungernden Bevölkerung darüber beschweren, dass sie unsere Roboter benutzen müssen, um alles zu beschleunigen? Sollte ich mich unbehaglich fühlen, wenn ich mit ansehe, wie sich Ted Farrows Taschen mit dem Geld der Verzweifelten und Verhungernden füllen? Vielleicht. Aber ich weiß, dass es seine Überzeugung, sein Geld und sein Tatendrang waren, die die leeren Mägen der Welt gefüllt haben. Nur die Lebenden können Verzweiflung empfinden. Und wir haben ihnen ihr Leben zurückgegeben. Wir unsere Arbeit, Farrows Ressourcen, der Triumph der Wissenschaft. Zusammen haben wir die Welt verändert. Ist interessant. Was gefunden? Die 4. Teststation. Beide. Sie scheint unter Wasser zu sein. Diese Konsole ist noch funktionstüchtig. Noch ein Protokoll. Fertig, in jeder Hinsicht. Die Ranken funktionieren. Und Kabel hat einen Weg gefunden, sie zu zerstören. Lädt man einen kodierten Schlüssel in die Einsatzkapsel, wird ein Enzym ausgelöst. Es bewirkt, dass sich die Ranken selbst zerfressen. Aber... es ist zu spät. Laut den neuesten Prognosen der US Robot Command übertrifft die Reproduktion des Schwarms unsere Fähigkeit, die Hüllen abzuwerfen, um 375%. Keine Chance für uns. Ich nehme an, das verdienen wir. Ich verdiene es. Dafür, was ich hier angerichtet habe. Das wird mein letztes Protokoll vor der Evakuierung sein. Also waren all ihre Bemühungen umsonst. Ihnen ist die Zeit davon gelaufen. Zumindest haben wir das Softwaremodul, das sie entwickelt haben. Es sollte die Ranken der Metallblumen beseitigen können. Ich brauche eine Werkbank, um das Modul in meinen Speer zu laden.
Bei unserem Lager ist eine. Die Karte zeigt einen Weg, der am nächsten Raum vorbei dorthin zurückführt. Marjane Fizzy hat gekündigt. Aus Marjanes Brief. Ich kündige mit Bedauern. Ich bedauere es auch, Marjane. Du warst eine hervorragende Kollegin. Aber niemand steht über dem Team oder dem Projekt. Ich kam her, um Leben zu erschaffen, nicht um es zu zerstören. Nach allem, was wir zusammen erreicht haben, hätte ich diesen Mangel an Visionen nicht erwartet. Ja, die Richtung unserer Forschung hat sich geändert. Aber Biomasseumwandlung ist nichts anderes, als Holz in einem Ofen zu verbrennen oder Ethanol aus Melasse zu destillieren. Es ist eine Methode, organisch erfasste Solarenergie freizusetzen. Ja, es gibt militärische Anwendungsmöglichkeiten für diese Technologie, aber das ist noch lange kein logisches, moralisches Argument gegen Biomasseumwandlung an sich. Das zu behaupten, ist schlicht und einfach emotionale Überreiztheit. Der traurigste Aspekt des Lebens ist derzeit, dass die Wissenschaft Wissen schneller sammelt als die Gesellschaft Weisheit. Isaac Asimov. Dass Nafisi ihren Brief mit einem Zitat beendet hat, macht es zu einem direkten Angriff. Kindisch, enttäuschend, persönlich. Jedes Bedauern, das ich wegen ihres Abschieds vielleicht empfunden hatte, war in dem Moment verflogen. Ich wünsche ihr Glück bei jeder neuen Stelle, die sie finden kann. Aber das Treibhaus wird gestärkt aus der Sache hervorgehen, befreit von ihrer eingeschränkten Denkweise. Ich möchte mit einem anderen Zitat abschließen, das besser zu den Umständen passt. Man braucht im Leben nichts zu fürchten, man muss es nur verstehen. Jetzt ist es an der Zeit, mehr zu verstehen, damit wir weniger fürchten. Marie Curie. Uwe, dankeschön. Für 4 Monate. Liebe geht raus. Sie ist wohl zeitweise überflutet gewesen. Hier drin. Wir müssen hochklettern. Bin gleich hinter dir. Wir können am Seil runterrutschen. Ich kann gliden. Wir sollten uns besser beeilen. Oh yes, Leute, da ist es, das letzte Tool. Rankenschneider. Und jetzt? Jetzt gehen wir zu diesem Datenkern. Wie ich schon sagte, unglaublich, dass du es alleine mit diesen ganzen Soldaten aufgenommen hast. Aber wir sollten uns besser beeilen. Nachdem wir Barbaren entdeckt hatten, bat unser Leutnant um Verstärkung. Sie könnten jederzeit hier sein. Stimmt. Hoffentlich funktioniert dieses neue Modul. Blume. Mal sehen, ob die Software funktioniert. Die Tür ist jetzt frei. Oh yes, let's go. Demeter? Zeit nach Hause zu gehen. Zu Gaia. Der Same des Lebens. Ja. Elizabeth Sobek. Alpha Prime. Masterüberbrückung aktiviert. Stelle Originalcode für die Meta-Unterfunktion wieder her. Was hast du getan? Mein Fokus hatte noch nie so eine Störung. Oh, ich habe eine spezielle Art von Daten gewählt, die du nicht lesen kannst. Sie hatte den Datenkern fest im Griff. Aber jetzt solltest du Zugang zum zentralen Server haben. Zum Ganzen.
Dadurch solltest du etwas für zu Hause bekommen. Du hattest recht. Hunderte von Archiven. Fast alle davon beziehen sich auf die Landwirtschaft. Es würde Jahre dauern, alle durchzugehen. Aber diese Zeit haben wir nicht. Was du vorher gesagt hast... Alba! Stopp, nicht schießen! Beim Wort der Ahnen, sofort aufhören! Komm, schau dir an, auf wen du geschossen hast. Diese Barbarin hat unsere Soldaten getötet. Nur diejenigen, die blind geschossen haben. Sie ist keine Barbarin. Sie hat mir zu den Daten verholfen, die wir brauchen. Komm, sieh sie dir an. Siehst du es nicht? Elisabeth Sobeck steht vor dir. Eine wiedergeborene Ahnin. Wahrsagerin, wir sollten die Ahnin zurückbringen. Wir folgen ihrem Wort, Kommandant, und nicht andersherum. Es tut mir leid, Dr. Sobeck. Der Glaube unseres Volkes ist stark. Aber es gibt auch diejenigen, die nicht so vertraut mit dem Vermächtnis sind. Ihr habt die Wahrsagerin gehört. Die Daten wurden gefunden. Ihr zwei mit mir. Den Rest von euch treffen wir am Strand wieder für die Rückkehr nach Landfall. Ich kann nicht lange reden. Sie werden viele Fragen haben. Die habe ich auch. Dein Volk weiß viel über die Vergangenheit. Und über Sobeck schätze ich aber... Bitte, ich muss es wissen. Das, was du sagtest, aufs gleiche Ziel hinarbeiten. Wie lange wird das dauern? Ich weiß nicht. Ein paar Monate? Du bist die größte Hoffnung meiner Familie. Lass dich von nichts aufhalten. Du hast mir für viele Dinge die Augen geöffnet. Dafür danke ich dir. Aber jetzt musst du gehen. Werde ich dich wiedersehen? Wir kehren bald nach Landfall des Vermächtnis zurück. Es könnte gefährlich für dich sein, dorthin zu gehen. Aber sag mir, wie ich es erreiche, für den Fall. Landfall liegt auf der nordöstlichen Grenze der versunkenen Stadt. Die Ströme rund um den Archipel sind teuflisch. Ein Zugang ist nur von Süden möglich und der wird bewacht. Versuch es nur, wenn es sein muss. Wahrsagerin, was dauert da? Bitte, geh. Wenn du noch länger bleibst, fürchte ich, nehmen sie dich mit uns. Und das würde für keinen gut ausgehen. Ich höre besser auf Alva. Ich muss den Meter trotzdem zu Gaia zurückbringen. Aber vielleicht erkunde ich noch etwas die Gegend, bevor ich zur Basis zurückkehre. Und jetzt kann ich den Rankenschneider für diese Metallblumen benutzen, die ich gefunden habe. Die Gegend erkunden? Junge, jetzt geht's richtig los. Jetzt geht's richtig los hier, Chat. Weil jetzt können wir nämlich alles machen hier. Mal kurz zum Gott geworden. Ey, Anzi, ich habe nie das Gottsein verloren, ja? Jeden Abend steht an meiner Facecam Arc Gott. So sieht's aus, Building Detective.
Okay, ich muss hier nochmal da hoch. Versunkene Batterie. Später zum Vorrat. Jetzt ist das Geile, jetzt können wir uns richtig schön erstmal mit den ganzen Nebenaktivitäten beschäftigen hier. Also alle Nebenquests, die ganze Karte aufdecken. Ich gleite. Grimaldo, moin. Alles gut bei dir? So. Metallblume, da oben haben wir eine noch. Huh.
Chris, moin, alles gut? Wollte dir mal danken für deine ganzen ARK-Videos auf YouTube. Haben mir echt in der ARK-Story weitergeholfen, okay? Ja, kein Problem. Bei mir ist alles bestens. Danke, danke. Eine Metallblume. Diese Ranken sortieren die Menschen in den Turm. Brina, moin! Schnuffi HD! Dankeschön für 6 Monate. Danke für alles. Kenn dich schon seit Jahren und du unterhältst mich immer noch mit deinen Streams. Danke, danke. Wow, das Spiel sieht auch Hammer aus. Also wenn du ein Fan von Story bist, Chris, dann kann ich dir nur empfehlen, in Horizon Zero Dawn und dann danach in Forbidden West reinzugehen, weil da hast du eine Story, die ist sogar noch viel, viel krasser als die von ARK. Bin zwar eher der RPGler, was meinst du jetzt mit RPGler? So Sachen wie The Witcher zum Beispiel oder jetzt sowas wie Skyrim. Ja, oder Lost Ark, dann ist das Spiel perfekt für dich. Also du hast ja auch so RPG-Elemente, also du levelst mit deinem Charakter hier, also mit der Hauptprotagonistin und du hast hier auch so Talentbäume, wo du hier so Skills rein machen kannst. Es gibt insgesamt 6 Talentbäume. Ausrüstung hat Attribute hier. Dann gibt es Spulen, das sind wie Sockelsteine. Und du kannst hier ähnlich wie in ARK, es gibt statt Dinos, gibt es Maschinen, kannst du die hacken und so ein Kram. Und dann hast du natürlich hier auch Quests und alles, die du erledigst. Oh, da ist was Unentdecktes, unbekannte Siedlung. Ja, da hast du ja noch mehr als genug zu tun, Chris.
Nur noch eine Woche Urlaub. Eieiei. Hier hat sich jetzt ein Lager richtig aufgebaut. Wie krass ist das denn? Ich verkaufe erstmal den ganzen Krempel. Wir fangen jetzt an, den ganzen Nebenkram zu machen. Gen 1 und 2 jetzt in einer Woche durchspielen. Naja, ich weiß ja nicht, wie schnell du die Sachen alle da machst, ne? Mit Züchten und so. Dann kannst du das auf jeden Fall schaffen, wenn du da genug spielst. Und dann kommst du auch auf die Einstellungen und alles an, ne? Lachsgräte und 2 Entenfedern. Da muss ich noch an eine drankommen. Schillernder Hummer, Panzer und Pelikan-Gabelbein. Da kann ich auch dran kommen jetzt. Flinky und JDH, Dankeschön für eure Follows, ihr beiden. Krötenechsenhaut. Oh, wo hatte ich die denn nochmal gesehen, ey? Wurde auch Zeit. Warum schiebst du deinen knochigen Arsch nicht hier rüber? Ja, du! Da haben sie zu schlucken. Ich gebe eine kleine Prise Chili in den Nachtisch. Wie pervers. So, hier war noch ein Feuerglimmer. Freddy, dankeschön für den Prime. Liebe geht raus. Dankeschön für den Support. Und Justin Xop, dankeschön für den Follow auf TikTok. Erstmal müsste sein Arbeitgeber auch wissen, wie er auf Twitch heißt, ne, um das zu erfahren. Was ist das? Oha. Hier ist ja eine komplette unterirdische Anlage. Stimmt, dafür gedacht. Ja, genau, wenn das passiert. Ah, lol, das ist der Turm hier. Zu dem komme ich jetzt hoch. Hey, warum springst du denn immer da drüber?
Das alles für eine Kiste mit grünem Stuff drinne. Oh, das macht mich schon ein bisschen traurig. So, haben wir denn hier noch irgendwo einen Spot gehabt, wo ich nicht dran gekommen bin? Nee. Ich glaube, ich habe die jetzt alle, ne? Ich glaube aber, mir fehlt noch ein Signalturm, ne? Kann das sein? Ich gehe da mal hoch. Weil alle anderen werden nicht mehr angezeigt, die ich gelootet habe. Der ja. Wahrscheinlich habe ich eine Linse ausgelassen. Hätte sicher Interesse daran. Spüre die Kälte bis auf die Knochen. Okay. Ja, die habe ich vergessen. Die Linse. Ich sollte mit Rainer handeln, wenn ich wieder im Fahrlicht bin. Nein, moin, wie geht's? Gut soweit, und selbst? Und Smokli, moin. Oh, bin ich schon am Lagerfeuer vorbei? Oh ja, da ist es. So. Dann geben wir jetzt mal die letzte Linse noch ab. Glaube? Jetzt hast du alle Linsen. Mein Paps wäre traurig, dass sie die Türme abreißen. Und froh, dass die Linsen gerettet wurden. Ich danke dir, Aloy.
Oh, hier. Das ist für dich. Das war doch wirklich eine gewinnbringende Sache für uns beide. Und was hast du jetzt vor? Ich kehre damit zum Anrecht zurück. Dem Knöchel geht's besser und ich vermisse den Ruß in der Luft. Hoffen wir, dass du unterwegs nicht noch mehr gute Chancen witterst. Ich verspreche lieber nichts. Viel Glück, Aloy. Wir haben dich gestern vermutet. Dünenschatten. So. Rum hin. Sieht so aus, ne? Zur Basis will ich noch nicht zurückkehren. So, vielleicht finden wir jetzt raus, wie wir an diese Drohne rankommen. Gucken wir mal. Das war das Versprechen. Das Signal ist schon. Hinter diesen Rücken herzukommen. Langbein, so. Okay, da müssen wir mal gucken, wo ist hier die Metallblume?
noch immer Pilot, hm? Weiß nicht. Hast du überhaupt deinen Flugschein, Hansen? Ja, verstanden, Kontrolle. Wir sind bereit zum Abflug. Ich schätze, der Büro hängt dir und vielleicht bloß du mit Robotern ersetzt hat, ist heute mächtig deutlich. Okay, Mac. Auch mit uns. Splittern wir das Blech. Ich muss auf die Drohne springen, um sie runterzuholen. Ah! Alright. An der war so eine kleine gelbe Stange. Man muss einfach an die ranhüpfen. Okay, da haben wir noch eine Metallblume. Sehr schön. So. Hier habe ich sogar noch was ich nicht entdeckt hatte. Wieder eine Metallblume. Die Metallblume schließt sich. So. Dann machen wir erstmal da.